Und selbst sozialdemokratische Politiker quatschen mittlerweile ahnungslos von der europäischen Atombombe, und der französische Präsident Macron will gegebenenfalls Bodentruppen in die Ukraine schicken. Stellt ihm mal eine ernsthafte Frage, Herr Gahler, für einen Freund. Seid ihr eigentlich alle verrückt geworden? Ein neues Wettrüsten führt uns nicht in Sicherheit, sondern direkt in die nächste Katastrophe. Sie alle betreiben eine fahrlässig gefährliche Politik. Und brutale Kürzungspolitik bei gleichzeitiger Aufrüstung bedeutet, dass die Menschen weniger soziale Sicherheit, weniger Gesundheitsversorgung, weniger intakte Schulen vorfinden, während ihr Geld direkt auf die Konten der Großaktionäre umgeleitet wird. Das kann doch einfach alles nicht mehr ihr Ernst sein. Und diese Politik ist der Treibstoff, durch den die extreme Rechte gestärkt wird und die Demokratie gefährdet wird.